ich dachte gerade, die muss die ganze Zeit niesen, dabei musste ich das gar nicht. Hey, Stoßleute, und willkommen zu diesem kleinen Norwegen-Reisevlog von mir. Ich war nämlich in meinem Urlaub in Norwegen, um genau zu sein, in der Hauptstadt Oslo unterwegs und habe mir da ein paar wunderschöne Tage gemacht und habe mir gedacht, ich nehme euch dazu mal mit und zeige euch ein bisschen, was ich da so erlebt habe. Dafür bin ich mit dem Kreuzfahrtschiff der Color Line gefahren und dieses wunderschöne Schiff fährt jeden Tag aus Kiel um 14 Uhr ab und ist am nächsten Tag um 10 Uhr morgens direkt in Oslo und dann hat man den ganzen Tag da für sich. Allerdings habe ich es auch schon mehrfach geschafft, mich auf diesem Schiff zu verlaufen zu Anfang. Und die Gänge zu den Kabinen können etwas backroomy sein, wenn ihr versteht, was ich meine. Dazu hat dieses Kreuzfahrtschiff wunderschöne Kabinen mit exzellenter Aussicht, entweder nach draußen oder auf die Promenade des Schiffs. Selbst das WLAN ist sehr zuverlässig, sagen wir es mal so. Man hat so viele Möglichkeiten, sich auf diesem Schiff die Zeit zu vertreiben. Es gibt eine Einkaufsmeile, mehrere Restaurants und Cafés, ein Spa, ein Schwimmbad, eine Arcade-Halle, ein Kino, Abendprogramm und noch so viel mehr. Allerdings habe ich mich auf der Hinfahrt überwiegend auf dem Sonnendeck aufgehalten und die Aussicht genossen auf das schöne weite Meer mit dieser wunderbaren Meeresluft und habe mir dann auf diesem Schiff einen wunderschönen ersten Reisetag gemacht, zumindest bis zur Nacht. Auf der Hinfahrt, während Nacht, ist man auf etwas offenerem Gewässer und wenn es dann etwas stürmisch ist, kann es dann doch etwas schunkelig werden. Ende der Geschichte, ich war um 5 Uhr morgens wach, konnte nicht weiter schlafen. Das Positive, sobald man in Norwegen ist, hat man einen wunderschönen Ausblick. Und dazu wach zu werden, that shit is lit. Nach einer relativ kurzen Nacht auf dem Schiff habe ich also nun endlich Fuß auf norwegischen Boden gesetzt und habe erstmal an einer dreistündigen Rundfahrt teilgenommen. Auf dieser Rundfahrt wurde uns das Oslo-Theater gezeigt, der Osloer Triathlonplatz und die Skischanze. Ein wunderschöner Stadtpark. Und ein Schiffsmuseum, wo das Museum um das Schiff drum gebaut wurde. Die beiden Rundführer haben fließend Deutsch gesprochen und waren super freundlich zu allen. Auch wenn ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, dass es das letzte Mal ist, dass ich für die nächsten 4 Tage kein deutsches Wort mehr zu hören bekommen werde, habe ich diese Rundfahrt doch sehr genossen. Sie hat mir schon einen sehr schönen Einblick über das norwegische Leben, die Kultur und die Geschichte von Norwegen gegeben. Ein Großteil der Leute wurden sogar am selben Tag noch wieder zum Schiff gebracht, aber nicht ich. Ich hatte noch lange nicht genug von diesem Land. Also habe ich mir ein Hotelzimmer mitten im Herzen von Oslo geholt. Dies ist das Ton Terminus Hotel, meine Basis und Safe Haven für die nächsten Tage. Ich kann mit voller Überzeugung jedem empfehlen, der sich Oslo genauer angucken will, sich ein Hotelzimmer in diesem Hotel zu mieten. Die Zimmer waren immer sauber und geräumig, das Bad wunderbar sauber, Chromecast-Zugang, falls man einfach mal YouTube oder Netflix gucken will am Abend und ein wunderschönes, frisches Frühstücksbuffet. Das habe ich aber nicht aufgenommen, sowas nehme ich nicht auf, da essen Leute, ich habe Manieren, okay. Da ich aber an diesem Tag ziemlich erledigt und geschafft von der letzten Nacht war, bin ich am Abend nur noch einmal um den Block gegangen und habe mich einmal im Groben umgeguckt und habe mich dann auch schon ins Bett gehauen. Oh hey, die haben Dr. Phil. Hey Schoschleute, euer Typ aus Norwegen hier. Wundert euch nicht über die Mikroqualität, so klinge ich jetzt, lebt damit. An meinem ersten Tag in Oslo hatte ich dann auch schon relativ viel auf meiner Liste und habe mich dann sehr früh auch für Socken gemacht, zog meine besten Wanderschuhe an und dann ging das auch schon los, wie nichts gut ist. Zum einen habe ich mir einen botanischen Garten angeguckt. We'll be right back.
Zum anderen war ich in einem Reptilienhaus. Und keine Sorge, ich habe die ganz creepy Biester rausgeschnitten. Alles, was ihr hier gerade seht, sind Echsen und Boobsnoots. So no worries. Und ich habe mich ordentlich in der Altstadt umgeguckt und sowohl als auch in den Stadtparks noch etwas. Und haben mir eine echt geile Zeit in dieser Stadt gemacht. Es hat mich ein bisschen erstaunt, wie viel Natur in dieser Stadt verbunden ist und trotzdem alles so zentral ist. Allerdings hatte ich für den nächsten Tag etwas mehr geplant, also habe ich es an dem Tag ein bisschen entspannter angehen lassen und habe meine Kräfte geschont. Und Gott behüte, ich habe da noch nicht gewusst, dass ich es brauchen werde. Es war ein Sonntag in Norwegen und ich habe mir gedacht, gut, die meisten Sachen haben sowieso geschlossen, schließlich Sonntag. Also hat es keinen Sinn, durch die Stadt zu ziehen. Ergo, du suchst dir mal ein bisschen Natur außerhalb von Oslo und hab dabei den Nordstrand entdeckt. Laut Google ist das Ganze 1 Stunde 40 zu Fuß zu erreichen. Was ich nicht gesehen habe, der Shit ging 100 Meter hoch und 100 Meter wieder runter. Und somit wurde aus diesem kleinen Wandertag mehr Hiking als alles andere. Es hat mich erstaunt, wie hoch oben noch so viele Häuser und Dörfer gebaut wurden und wie modern die ganzen Häuser da oben trotzdem waren. Wie atemberaubend die Aussicht da oben war. Wie schräg alles nach oben geht. Und wieder runter. Und dass man denn ohne Ampel über eine vierspurige Straße muss, nur um dann so einen kleinen Seitengang zu finden und dann an so einem Strand zu landen. Hier habe ich den restlichen Tag verbracht und ich habe eine Menge nachgedacht in diesem Moment. Das kam entweder daher, dass ich mich sowieso nicht mehr bewegen konnte von diesem steilen Aufgang oder ich einfach von der Idylle dieses Ortes übermannt wurde. Aber ich habe einfach in dem Moment komplett vergessen, wo ich war. Ich habe einfach komplett vergessen, was wichtig ist und habe einfach nur im Moment gelebt. Und da sind mir ein paar Sachen klar geworden. Für viele mag eine solche Reise nicht unbedingt bedeutend oder schwierig sein. Für mich jedoch war es das erste Mal, dass ich alleine im Ausland unterwegs war. Und persönlich hatte ich Tage und Wochen davor, habe ich mir immer gesagt, ich wollte unbedingt mal ins Ausland, ich wollte unbedingt mal andere Länder und Kulturen kennenlernen. Habe es aber nie geschafft, mich dazu zu trauen. Beziehungsweise hatte immer Angst vor dem, was sein könnte. Und habe mich dann davon immer zurückhalten lassen. Wie gesagt, für viele ist eine solche Reise vielleicht das Natürlichste von der Welt. Und das verstehe ich. Aber für mich war das schon besonders. Der Fakt, dass ich komplett auf mich allein gestellt war. Der Fakt, dass höchstens Leute Englisch mit mir sprechen konnten.
Fakt, dass ich nur mit meinem Handy quasi irgendwo zurechtgefunden habe, wo ich bin, aber dass ich dann trotzdem alles hingekriegt habe und trotzdem immer wieder zurückgefunden habe, immer wieder klargekommen bin, das war eine Bestätigung für mich selbst. So lächerlich es sich auch anhören mag, aber für mich war das ein großer Schritt, mich selber besser kennenzulernen, mich selber besser zu verstehen und besser wissen zu können, was ich machen möchte in meinem Leben. Die Tatsache, dass ich mich zu oft von mir selber behindern lasse, ist etwas, das ich nicht mehr möchte. Ich möchte Veränderungen nicht mehr mit Angst entgegenblicken können. Ich möchte Veränderungen offen entgegenblicken können. Wissend, dass ich schaffen kann, was mir entgegenkommt. Das waren die Gedanken, die mir in diesem Moment durch den Kopf gegangen sind, als ich an diesem Strand saß und nur den Wellen zuhören konnte. Das und der Tatsache, dass ich irgendwann realisiert habe, dass ich denselben Weg auch wieder zurückgehen muss. Nun, und großartig viel mehr habe ich auch leider schon nicht mehr zu berichten. Den letzten Tag habe ich sehr viel damit zugebracht, ein paar Kleinigkeiten für Freunde und Familie zu besorgen. Aber den Tag habe ich überwiegend ausklingen lassen. Und am nächsten Tag ging es schon frühmorgens wieder auf demselben Schiff wieder zurück. Bin dann zurückgefahren, war den restlichen Tag in Kiel seekrank und hab mir daraufhin einen restlichen schönen Urlaub gemacht. Dies Ganze ist jetzt mittlerweile 2 Wochen her. Zeigt nur, wie ich mit meinen Videos hinterherhinke. In dem Sinne. Oslo war eine wunderschöne Erfahrung. Generell Norwegen ist ein Land, was ich unbedingt nochmal irgendwann erneut besuchen möchte. Aber bis dahin wird noch ein bisschen Zeit vergehen müssen, leider. In dem Sinne. Ich hoffe, mein kleiner Norwegen-Vlog hat euch gefallen. Hinterlasst vielleicht einen Daumen, falls ihr die Dinger überhaupt. Oder drückt rote Knöpfe, ich weiß es auch nicht. In dem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank fürs Anschauen. Bis dahin. Servus, Leute.